Hallo Reisefreunde! So ein Videostab mit Bienchen, das macht schon was her, oder? Hat aber auch einen Grund, weil wir stehen hier in Dinant bei der Zitadelle und die hat heute leider geschlossen. Und weil wir nicht rein können, haben wir Bienchen einfach darüber geschickt. Jetzt gehen wir ins Ort hinein, wir haben da noch eine kleine Überraschung. Könnte was mit Bier zu tun haben. Ja, könnte. Wir sind ja schließlich in Belgien. Und ein Fluss erwartet uns noch mit einer wunderschönen Altstadt. Ich denke, das lohnt sich dran zu bleiben, weil ihr wisst ja sowieso, oder? Europa ist geil. Das gilt natürlich auch für Belgien. Und nun können wir jetzt auch die Zitadelle von der anderen Seite sehen. Dort oben hinter diesen Bäumen haben wir also geschlafen. Und von hier ist jetzt aber auch der Blick auf Dinant und die Kirche der Notre Dame, sagen sie hier auch. Einfach fantastisch. Verschiedene Länder durften hier ein Saxophon designen und es hat in der ganzen Stadt solche ausgestellt. Kleine Quizfrage an euch, und die ist ja nun wirklich nicht allzu schwer. Welches Land war wohl das? Wusstet ihr, dass aus Dinant das Saxophon herkommt? Wir sind gerade in der Rue de Saxe. Hier hat es überall solche Informationstafeln und da, wo wir jetzt auf dem Weg hin sind, da werden wir noch viel mehr über das Saxophon und warum die Nordherkunft dieses Musikinstrumentes ist erfahren. Letztes Mal, als ich mit einer Bronzestatue auf einer Bank saß, war das Mr. Picasso in Malaga. Falls ihr das Video aus Malaga nicht gesehen habt, hier oben könnt ihr das nachschauen. Heute sitze ich nicht neben einem Maler, aber auch eigentlich neben einem Künstler auf der Bank. Das ist Monsieur Sax und er hat das Saxophon erfunden. Maison de Monsieur Sax, das ist ein kleines Museum im Geburtshaus vom Erfinder, also von dem Herrn Sax. Und da gehen wir jetzt einfach einmal rein. Der Eintritt ist kostenlos und wir schauen uns mal um, was es hier so anzuschauen gibt. Monsieur Sax hier in Dinant geboren und ist danach nach Brüssel weitergezogen. Erst 1846 hat er das Patent für das Saxophon dann eingereicht und er hat vor allem herausgefunden, dass nicht das Material das Entscheidende für den Klang von einem Instrument ist, sondern wie viel Platz, also wie die Proportion des Gehäuses ist. Und so ist er dann auf die Idee des Saxophons gekommen. Und je größer das Saxophon wurde, desto anders klangen die Töne. Und das ist so ein bisschen das Spannende, was ihn ausmacht. Und deshalb sehen wir hier auch so viele verschiedene Saxophone in allen Varianten oder Trompeten vielleicht eher, was das jetzt hier darstellt. Wir sind bei einem Dominikaner im Kloster. Ganz speziell. Aber der Ort an sich, der lohnt sich auf jeden Fall. Weil
Wir sind hier bei der Leffe Brauerei, beim Maison Leff. Und hier haben wir auch geparkt. Und das ist jetzt also das kleine Geheimnis zum Schluss von Dino. Wir gehen jetzt die Brauerei anschauen. Das war jetzt eine sehr kurze Besichtigung, oder? Das könnte daran liegen, dass hier das Maison Leffe ist und die Maison Leffe wird die Geschichte von Leffe erklärt. Aber nicht die Brauerei gezeigt, weil hier gibt es keine Brauerei. Das war jetzt eine Fehlinformation, die ich von TripAdvisor irgendwie so mitbekommen habe, weil da stand halt Visit Brewery und Brewery ist für mich ganz klar eine Brauerei. Auf jeden Fall liegt die Brauerei in Löwen und ich weiß nicht, vielleicht kommen wir in Löwen noch vorbei. Hoffentlich. Und dann werden wir einfach die Brauerei dort besichtigen. Aber dann war es das jetzt hier aus Dino. Wir fahren weiter. Wohin, das werden wir gleich. Dino war richtig cool. Ist ein richtig schöner Ort, echt sehr gemütlich. Ich kann mir vorstellen, wenn es noch ein bisschen wärmer ist, wenn man auch im Fluss draußen sitzen kann, dass es dann wirklich ganz genial ist. Aber schon jetzt die Architektur, diese Häuser, die Zitadelle auf dem Hügel dahinter, der Notre Dame, das ist wirklich wahnsinnig schön. Los geht's jetzt aber weiter. Wir haben uns gerade entschieden, dass wir Namur auslassen. Wir waren ja jetzt gerade in einer Stadt mit Dino, das hat uns super gut gefallen. Namur hat jetzt doch eine ganz andere Größe, ist viel größer und irgendwie macht uns das jetzt im Moment gerade nicht so an. Und das ist ja das Schöne am Vanlife, wenn einem was nicht anmacht, fährt man zu. Übrigens, obwohl heute Karfreitag war, waren wir gerade einkaufen. Weil ich habe gestern aus Versehen, wir hatten ja Großeinkauf gemacht, damit das übers ganze Wochenende reicht, habe ich hier sowas gekauft. Tja, und das war keine Frischmilch, das ist irgend sowas Buttermilch, Joghurt, Trink, ähnliches. Auf jeden Fall nicht das, was ich zum Frühstück gern trinken möchte. Jetzt war ich gerade noch mal in einem Supermarkt, dieses Mal in Intermarché. Und habe mir da das Gestell angeschaut. Ich hätte fast schon wieder was Falsches gekauft, weil es gibt hier einfach keine Frischmilch aus dem Kühlregal. Es gibt hier nur die UHT, also die ultra hoch erhitzte Milch und die mag ich eigentlich nicht. Und dazu hätte Louis so gern zu seinem Fisch, den er heute Abend kriegt, zu einer geräuchten Forelle, hätte er halt gern Meerrettich-Dip-Soße. Es gibt weder frischen Meerrettich, noch gibt es irgendwie, keine Ahnung, schon geriebenen Meerrettich. Und natürlich gibt es den auch nicht in irgendeiner Soße, obwohl es 1001 Soße in Belgien gibt. Übrigens sind wir auf dem Weg, wo wir dann wahrscheinlich auch übernachten werden, zu einer sehr coolen Location. Aber ihr wisst, heute bin ich so ein bisschen geheimnistourisch. Ihr werdet sehen, wenn wir da sind. Wir stehen mittlerweile im Osterferienstau. Jedenfalls denken wir das, weil es hat verschiedene Nationen hier im Stau und es ist ja Karfreitag, das hat Steffi euch verraten. Und naja, irgendwie kommen wir nicht voran. Die sieht man gar nicht. Irgendwie auch nicht schlecht. Zu dunkel. Gerade Müdigkeitsanfall. Müdigkeitsanfall? Ich glaube, da hilft ein Pfirsich. Ja, das ist unsere Beschäftigung momentan. Autos gucken, Süßigkeiten essen und hoffen, dass wir bald ankommen. Weil es ja doch schon wieder 4 Uhr nachmittags. Wir sind heute erst um 12 Uhr gestartet. Wir schlafen momentan so lange, aber das ist natürlich der Zeitumstellung geschuldet, sagen wir immer. Und naja, ihr könnt jetzt noch ein bisschen Stau gucken und wir hoffen, dass es bald weitergeht. Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das waren die holländischen Staumeldungen. Und ja, das ist nicht der gleiche Stau wie vorher. Das ist schon der nächste Stau und das auf 3 Spuren. Also heute haben wir echt kein Glück. Und man muss dazu sagen, die Belgier, die sind definitiv nicht die allerbesten Autofahrer. Was sagst du dazu? Ja, die schauen nicht so schön voraus. Die fahren zwar eigentlich angenehm, aber sie schauen halt nicht voraus und überlegen irgendwie nicht mit. Das hatten wir jetzt schon in der Stadt und an diversen Orten, wo man einfach sieht, sie
ja, keine Ahnung, jeder schaut einfach für sich. Wir haben irgendwie mittlerweile Erfahrung in fast 30 Ländern, was das Autofahren betrifft. Wir hatten schon ganz schlimme Länder wie Serbien, die halt einfach darauf losfahren. Aber die Belgier, die können einfach nicht so gut vorausschauen. Das ist ein bisschen schade. Und dazu, wir wollen uns heute ja nicht beschweren, aber auch die Radiosender in Belgien, die sind nicht der Knaller. Also da hatten wir auch schon bessere. Aber naja, so lernt man dann ein Land auch immer wieder von einer anderen Seite kennen. Immer mal wieder Radio, immer mal wieder Stau und so weiter. Wer ist bis jetzt am schlechtesten gefahren? Weißt du das noch? Nein, das war ja in Albanien, war es an der Strecke. Ja, das stimmt. Wer die Albanien-Videos noch nicht gesehen hat, auch immer wieder spannend, wie da gefahren wird. Ja, wir sitzen jetzt diesen Stau aus, hoffen, dass uns der Sprit nicht ausgeht. Vielleicht sieht man das. Wir haben nicht mehr, ja, jetzt sieht man es, nicht mehr so viel Sprit. Aber es wird wohl noch reichen, sonst pumpen wir hier einen LKW-Chauffeur an. Übrigens auch ganz cool, die fahren hier auch am Karfreitag. Irgendwie alles spannend heute. Weiter geht's. So, liebe Reisefreunde, erste Stufe ist erreicht. Zum Stau gibt es jetzt auch noch Regen. Das ist doch mal schön, oder? Im holländischen Radio haben sie eben von Donnerschlag erzählt. Also ich tippe jetzt mal auf Gewitter. Da oben sieht es ja so aus. Noch 6 Minuten bis zu unserem Ziel. Ich frage mich ja langsam, ob das auf der Autobahn liegt. Wir haben unser Ziel erreicht. Ihr seht es, total imposantes Bauwerk. Und wer weiß, was es ist? Es ist ein Schiffshebewerk. Da draußen fahren dann jeweils die Schiffe hoch und runter. Momentan gerade nicht, aber das möchten wir natürlich sehen. Ich weiß nicht, ob heute da noch was passiert. Und bei diesem Wetter habe ich auch nicht echt Bock, rauszugehen. Steffi sucht gerade irgendeinen Stellplatz in der Nähe. Das soll es ja wahrscheinlich was geben, oder? Ja, ich glaube, man kann hier sogar auf dem Parkplatz stehen bleiben. Das ist wie in Deutschland. Da gibt es doch auch diese Plätze, wo man an diesen Schiffshebewerken und so weiter stehen kann. Die kennt ihr sicher alle. Ja, mal schauen. Wir melden uns wieder, wenn wir wissen, wie es weitergeht. Eigentlich dachten wir, ja, das geht bestimmt noch eine Weile, bis das Ganze hier losgeht. Dann ist das Ding mal raufgefahren. Ja, da war wieder nichts mehr los. Und dann auf einmal hat sich's in Bewegung gesetzt. Und wir sind nach draußen, es hat nicht geregnet. Das Ganze haben wir gelesen, dauert 7 Minuten. Und so knapp, als wir da vorne angekommen sind, oder? Hat es angefangen zu tröpfeln und dann hat sich die Schleuse geöffnet. Aber nicht, weil das Boot schon unten war. Die Himmelsschleuse. Tja, wir sind klitschnass. Schuhe, Hosen, das ist hier alles komplett klatschnass. Wir sind so zugeregnet worden. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal einfach so eine Stunde oder so fahren, hier drin heizen und wahrscheinlich doch ein Camping mit Strom suchen, sonst trocknen unsere Kleider. Ja, bevor jetzt die Kamera noch ganz beschlägt, zeigen wir euch doch einfach die Bilder, die wir jetzt auch noch gemacht haben. Los geht's! Und schon ist der erste Morgen angebrochen. Gestern sind wir ja ganz schön nass geworden bei diesem Schiffshebewerk. Es war aber total eindrücklich. Es ist übrigens eines der größten elektrohydraulischen Schiffshebewerke der ganzen Welt. Alle weiteren Informationen zu diesem Schiffshebewerk, die findet ihr jetzt unten in der Infobox, sonst wäre das Video viel zu lang. Aber es ist auf jeden Fall total eindrücklich und der Abstecher lohnt sich
auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt hier gestrandet auf einem Stellplatz, der war als Parkplatz eingetragen auf Park Verneigt, aber ist richtig cool. Was der alles so zu bieten hat, wie unsere Reise weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, freut uns natürlich wie immer sehr. Wir sehen uns dann am Montag wieder, wenn ich das richtig im Kopf habe, und schön seid ihr alle mit dabei. Tschüss und au revoir.